Das Feuer bricht am frühen Morgen in diesem Apartment eines Mehrfamilienhauses in Butzbach aus. Die Bewohner, eine alleinstehende Frau und ihr Hund. Und die sind zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause. Christian Deiters lebt in der Wohnung gleich nebenan. Er ist der Erste, der das Unglück bemerkt. Es war so circa 17:45 bin ich wach geworden durch die Sirene halt von dem Feuermelder. Hab dann noch einen Moment gewartet, weil ich dachte, na, vielleicht ist es ein Versehen. Hab dann aber gemerkt, nee, das ist doch was Ernstes. Hab dann die Polizei schnell gerufen. Und nachdem ich die Polizei gerufen habe, vielleicht 5 Minuten später, hat es irgendein komisches Geräusch aus der Wohnung gegeben. Und dann fing es mit dem Feuer auch schon richtig an. Also dann kam auch ziemlich viel schwarzer Qualm aus der Wohnung raus und hat dann auch ziemlich schnell den ganzen Flur gefüllt. Bis die Retter eintreffen, versucht der 27-Jährige selbst, seine Nachbarin zu befreien. Ich habe mehrmals gegen die Tür geklopft, ich habe mehrmals geklingelt, ich habe dann sogar mal gegen die Tür auch mitgetreten, weil ich dachte, vielleicht hört sich's dann eher, weil das ist ja ein bisschen lauter, als wenn man nur mal irgendwie klopft oder klingelt. Aber da war nichts zu machen, sie hat nicht reagiert. Die Einsatzkräfte schaffen es schließlich, die Wohnungstür einzutreten, den Brand zu löschen und das Opfer zu bergen. So Jasmin Hirsch von der zuständigen Polizei. Die Dame wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Butzbach aus ihrer Wohnung gerettet, allerdings schwerst verletzt. Und daher kam sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 58-Jährige ist jedoch so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus verstirbt. Auch ihr Hund kommt bei dem Brand ums Leben. Was das tödliche Feuer verursacht hat, wird die Kriminalpolizei morgen untersuchen. Was jetzt schon klar ist, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind, liegt wohl vor allem am frühzeitigen Alarm. Grundsätzlich hat sich hier auf jeden Fall wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Rauchmelder anzubringen. Denn selbst wenn ein Bewohner das selber nicht mehr mitkriegt, kann es teilweise eben bedeuten, dass Nachbarn auf die Situation aufmerksam werden und dadurch eben auch das Übergreifen des Feuers in der einen Wohnung auf weitere Wohnungen verhindern können und am Ende vielleicht sogar so Menschenleben retten. So konnten die Rauchmelder zumindest die weiteren 30 Mieter des Butzbacher Mehrfamilienhauses vor einer Feuerkatastrophe retten. Und auch ihrem Nachbarn und seinem raschen Einschreiten haben es die Bewohner zu verdanken, dass es nicht noch mehr Opfer gibt.